Dann also herzlich willkommen zu Goodnight Miaomi. Ich dachte, es passiert vielleicht irgendwas, weil Miezi hier so rumläuft. Ein süßes kleines Browser-Game. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Man kann es wohl mehrfach durchspielen. Ich habe keine Ahnung, was ich eigentlich tun muss. Miaomi, mein einzig wahrer Freund. Wir können reden, füttern, wahrscheinlich kuscheln oder spielen. Hunger hat sie noch nicht wirklich anscheinend, ist aber nicht wirklich glücklich. Wir reden mal. Wie geht's dir heute, Miaomi? No, das ist süß. Und sie ist glücklich. Ich liebe meine Miaomi. Miaomi. Gott, das ist wirklich süß. Wir können dich füttern, aber du bist eigentlich noch nicht so hungrig, möchte ich behaupten. Wir halten dich mal. Oh, das ist voll süß. Oh, ich lass dich jetzt nie mehr los, Miaomi. Okay, ich lass dich los. Aber auch nur, weil ich mit dir reden will. Komm her. Komm, wir spielen. Okay, was auch immer das für ein Spiel ist, aber wir spielen. Wir spielen wahrscheinlich, bis ich mich bewege. Ja. Okay, komm. Oh nein, du bist komplett glücklich. Na dann. Miaomi. Ja, was haben wir denn hier? Einmal essen und nochmal essen. Wir können sie jetzt füttern dann. Was ist eigentlich mit dem Fenster? Oh, das macht uns traurig. Fenster kaputt. Sieht so aus, als ob Miaomi immer noch irgendwas will. Okay, wir können noch nicht schlafen gehen. Das sind Miaomi und ich. Ja. Miaomi will noch irgendwas. Kann ich das Klo sauber machen? Nein. Mieze! Miaomi! Bleib, wo du bist! Miaomi ist die Beste. Ja. Boah. Immer noch hungrig? Immer noch hungrig. Miaomi sieht immer noch etwas hungrig aus. So. Miaomi sieht sehr voll aus. Okay, Miaomi hat gegessen. Können wir jetzt gehen oder gehen wir ins Bett? Ich sollte einfach ins Bett gehen. Okay. Gute Nacht, Miaomi. Süß. Ja. Hallo. Oh, du bist ziemlich hungrig. Ich muss mehr Futter für Miaomi finden. Ich muss mal kurz raus, um etwas zu essen für dich zu finden. Ich bin bald wieder zurück, okay? Ich werde dich auch vermissen. Aber ich muss. Komm, wir spielen kurz. Dann ist sie zumindest komplett glücklich. Genau. Ich werde bald was zu essen bringen. Ja, ich muss leider gehen. Oh Gott. Was? Ich dachte, das ist ein süßes kleines Spiel. Oh Gott, kann ich schneller laufen? Ich kann nicht schneller laufen. Oh, ja, hier, essen. Okay. Weiß ich Bescheid. So? Ah. Okay, okay. Den muss ich also ausweichen. Aber wo muss ich denn... Wo muss ich denn hin, um was zu essen zu finden?
Hier schon mal nicht. Das sah falsch aus. Ich habe keinen Schimmer, wo ich hin muss. Aha. Futter! Ja, zweimal. Das reicht aber nicht. Miaomi hatte mehr Hunger. Kann hier wahrscheinlich nicht zwischendurch speichern oder so, war. Ist ja nur ein Browse-Game. Es ist verschlossen. Was? Hey, aber... Hier ging es vorher nicht so weit. Ah, ja klar. Ein rostiger Schlüssel. Ich kann nicht schneller laufen! Von wo bin ich gekommen? Von hier unten. Wo der? Von hier drüben. Von hier drüben. Dann von hier? Von wo bin ich? Nee. Von hier oben. Jetzt muss ich gleich rüber. Ganz hoch. Oh Gott. Was spiele ich hier eigentlich gerade? Das ist eine rote Tür. Ich will gar nicht wissen, was hinter der roten Tür ist. Verschlossen. Von hier sind wir gekommen, ne? Von hier sind wir gekommen ursprünglich. Ich muss also durch die rote Tür, okay. Weil Miaomi hatte ja dreimal Hunger. Verschlossen. Zurück. Oh! Oh, das hat mich erwischt. Oh, Spiel. Miaomi! Ah, füttern. Ja. Miaomi sieht etwas besser aus. Und nochmal füttern. Miaomi geht's gut. Miaomi! Komm, ich spiel noch mal kurz. Zum Entspannen. Zum Beruhigen. Gehe ich jetzt schlafen oder? Es gibt keinen Grund mehr, noch mal rauszugehen. Okay. Gute Nacht, Miaomi. Miaomi? Miaomi sieht krank aus. Ich muss Medizin finden. Ah, ich habe kein Essen. Halten. Oh, arme Miaomi. Wird auch nicht glücklicher. Spielen können wir auch nicht. Okay, ich muss Medizin finden. Diese Wand ist mir nicht mehr geheuer. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich hier drüben rein. Natürlich. Oh, die bewegen sich ja jetzt! Bewegen die sich in einem bestimmten Rhythmus? Keiner weiß es nicht. Warum bewegen die sich denn jetzt? Und es ist dunkel wie im Rattenarsch. Oh Gott.
Ja, so, so, so. So wird das was. Oh! Medizin. Reicht es denn, dass ich Medizin gefunden habe? Runter. Geh erstmal nur mit der Medizin zurück. Kommt alle! War irgendwie einfacher. Zumindest auf dem Hinweg. Irgendwann muss ich da oben in die rote Tür. Ich will nicht wissen, was dann passiert. Miaumi. So, dann geben wir dir mal die Medizin. Ja. Sieht so aus, als hätte das geholfen. Miaumi sieht wieder gut aus. Und hat auch weniger Hunger. Fühlst du dich besser? Ja, ein bisschen halten für Liebe. Und spielen für Liebe. Okay. Und jetzt? Ins Bett? Ins Bett. Yep. Gute Nacht, Miaumi. Mhm. Du liegst da schon wieder so. Miaumi geht's schon wieder schlecht. Nein, ich muss mehr Medizin besorgen. Mal kurz halten. Spielen geht natürlich auch schon wieder nicht. Mehr Medizin besorgen. Auf geht's. Aber wo gehe ich jetzt wieder? Hier rein? Hä? Sind hier gar keine... Hier sind gar keine Köpfe mehr. Ich hätte hier nicht reingehen sollen, wa? Entweder war es falsch oder es bringt mir nichts. Ich glaube, es bringt mir nichts. Hier ist keine Medizin mehr. Leer. Es ist nicht nachgewachsen. Hm. Okay. Hier ist auch sonst nichts weiter. Es ist einfach nur ein großer leerer Raum. Das war nervenaufreibend. Aber hier drüben... verschlossen. Nach unten geht's nicht. Bleibt also nur die rote Tür?
verschlossen. Bleibt also nur zurückgehen? Aber wir haben keine Medizin. Pfui, böse. Aus. Miaumi! Nein! Miaumi sieht verletzt aus. Miaumi, was ist passiert? Kann ich dich ins Bett legen? Gute Nacht, Miaumi. Miaumi? Miaumi? Hä? Das ist... Nein, das ist nicht anders. Ich wollte gerade sagen, das ist anders, aber das stimmt nicht. Komme ich jetzt hier oben in die rote Tür? Tatsache. Miaumi. Oh nein. Hole ich dich jetzt einfach nur wieder rein? Oh oh. Oh, 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 nein, nein. Nein! Hey, der schummelt! Der kürzt ab! Nein! Nein, nein, nein! Miaumi? Ich wollte mich mit Miaumi im Bett verstecken. Ja. Es war so ein schöner, warmer Tag. Es war ganz normal, dass ich das Fenster geöffnet hatte. Oh, Miaumi ist rausgesprungen. Achso, öffne ich jetzt das Fenster? Nein, okay. Ist wahrscheinlich schon offen. Du warst schon immer sehr neugierig. Aber du hattest keine Ahnung von den Gefahren, die draußen auf dich warten würden. Ich erinnere mich immer noch daran, wie dein Körper dort im Gras lag. Ich wünschte mir von ganzem Herzen, dass es nicht echt ist. Dass es einfach nur ein Albtraum war, aus dem ich nicht entkommen konnte. Oh, die Pflanze. Ich habe dich immer in Gedanken bei mir behalten. Als Licht, das die Dunkelheit um mich herum erleuchtet. Aber am Ende konnte ich der Realität nicht entkommen. Miaumi, mein einzig wahrer Freund. Miaumi gibt's nicht mehr. Gute Nacht, Miaumi.
Gute Nacht, Miaomi. Innerhalb von 72 Stunden für das Ludum Dare 41 entwickelt. Also für ein Game Jam dann wahrscheinlich. Oh Mann, oh. Irgendwie war es ja klar, dass es darauf hinausläuft. Aber, Miaomi war so süß. Miaomi darf nicht sterben. Das war dann wohl Good Night Miaomi. Ein süßes, gruseliges, kurzes Spiel. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.